So, und damit herzlich willkommen zurück. Ja, es fehlt nicht mehr viel bei dem Fleisch. Ein Steak muss jetzt noch gerade durchnudeln und dann haben wir es endlich. Hat jetzt doch ein bisschen was gedauert. Ich habe hier in der Zwischenzeit hier den kleinen Lysop zwischendurch gestreichelt. Ja, so. Machen wir mal hier zu. Du brauchst noch ungefähr 40 Minuten. Na gut, das heißt, dieses Mal wird das jetzt nichts mehr mit dem Züchten. Das machen wir dann in der nächsten Aufnahmerunde. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich trage nur zwei. Du hast auch nicht so viel dabei. Sehr gut. Das heißt, man könnte jetzt, das hattest du platt gemacht, Bloody. Okay. Cool. Sehr schön. Ich habe jetzt mal geschaut, die Fimose kann man leider mit dem guten Herrn hier nicht hochheben. Ist ein bisschen zu schwach auf der Brust, leider. Aber wer auch immer da hinten jetzt gerade Chaos veranstaltet hat, ich würde tatsächlich vor der nächsten Aufnahmerunde ein oder zwei Adler hier hochziehen. Einfach aus praktikablen Gründen, dass es ein bisschen flinker geht. Das heißt, nächste Aufnahmerunde würde ich versuchen, dann auf Level 62 war das jetzt, glaube ich, zu kommen, dass wir den Sattel auch herstellen können. Und was ist das denn? Das ist nur so ein Regenbogen. Tja, flappen wir mal zum Regenbogen. Vielleicht ist da doch was Gescheites drin. Ja, ich habe gar nichts zu... Ich bin auch ein bisschen verplant gerade. Ich habe natürlich alles zur Seite geräumt. So... Ah ja, Fleisch, ne? Muss ja eh weggeräumt werden. Kriegst du die ganze Zeit Neues. Und ich werde langsam ein bisschen müde. Das heißt, ich werde jetzt wirklich nur noch die zwei Folgen aufnehmen. Und dann werde ich mich, denke ich, tatsächlich mal bettfertig machen und schlafen gehen. Ah! Let me in Ruhe, let me in Ruhe. Okay, das sah irgendwie lustig aus mit dem weißen Körper. So, jetzt so. Ich glaube, jetzt habe ich's. Oder? Ja, okay. Da ist der nächste Dritte. Passt. Ein Fimosensattel. Okay, dann müssen wir tatsächlich keinen herstellen. Das finde ich eigentlich erstaunlich gut. Wir haben einen neuen Level. Das gefällt mir natürlich auch. Ich kleiste mir mal noch ein bisschen Ausdauer rein. So. Dann können wir jetzt auch mal wieder in die Luft steigen. Und fliegen nochmal ganz kurz nach Hause, weil ich Versalien vergessen habe. Ja, dass die richtige Richtung passt. Ganz schön hell heute. Machen wir mal einen Ticken Boosterer. Boosterratata. Da wäre ein grüner. Das da ist der andere Obelisk. Aber der wirkt, als ob er genauso weit weg ist wie der da. Vielleicht sogar einen Ticken weiter weg. Also ich glaube, der grüne dürfte eigentlich so von der Nähe her am angenehmsten sein. Juhu, eine kaputte Horizontallinie. Nice. So. Wir haben einfach nur schlecht Wetter läuft. So.
Fanden wir dich mal ganz kurz. Du hast ja zum Glück. Nehmen wir das da und das da vielleicht gleich mit raus. Wieso habe ich noch Kacke in der Tasche? Ich habe tatsächlich Kacke in der Tasche. Schmeißen wir die ersten mal hier rein, weil das. Ich habe zwischendurch auch einen ganz braven Dumm gesammelt. Und wir sind tatsächlich so weit, das Pflanzenbeet mit den Mecho-Bären ist soweit. Das ist. Huch, ich bin runtergefallen. Tatsächlich Zeug gibt. Das ist durchaus praktisch. Und uns so als erste Starthilfe. Ist schon weg. Na gut. So, dann schauen wir doch gleich mal. Dann können wir einfach hier das direkt rausnehmen. Reichel dich nochmal. Ups. Ins Feuer reinstellen wollte ich mich dann doch irgendwie nicht. So, mal kurz fressen. Upp. Fess jagt. Ich weiß zwar nicht ganz genau was, aber irgendwas jagt er. Er rennt gerade und hoppelt in der Gegend rum. Vielleicht hat er auch einfach eine Staubfussel gejagt, weil ich sehe jetzt gerade nicht, dass er ein Spielzeug hätte. Oh. Vielleicht hat er auch irgendwo einen Ball oder so. Hm. Naja, wenn er sich ein bisschen aufpowern möchte. So. Jetzt haben wir auch Fressalien in der Tasche und das wird... Ach du Kacke. Wird das jetzt auch nochmal besser? Ich sehe halt einfach mal gar nichts. Aber wirklich null. Da ist ein Stern. Da ist der grüne Pinöpel. Pinöpel, ich komme. Eine Sache fresse ich jetzt noch mal. Vielleicht könnte das reichen. Nee. Nochmal. So. 20 Punkte gibt es scheinbar immer. Okay, er hat einen Ball gefunden. Es klingelt im Hintergrund. Ich glaube nicht, dass es laut genug ist, um zu triggern. Aber falls ihr ein Klingeln im Hintergrund hört, das ist der Kater. Der hat doch ein Spielzeug. Und ist die ganze Zeit drüber gehoppelt. Oh ja, gut, das sind ein paar Materialien. Das ist okay. Vor allem das da ist okay. So. Vielleicht noch irgendwo ein Pinöpel? Vielleicht? Da ist ein Regenbogenfarbener. Ist natürlich super Wetter gerade, echt. Da haben wir vielleicht einmal mal ein bisschen Karte auf, würde ich sagen. Ein reißender Fluss hier unten. Nee, ist kein Alpha. Das ist ein Triceratops, der gerade unfassbar unbegeistert wegen irgendwas ist. Ein Enrageder. Eine rasende Rakete. Hier ist es wenigstens nicht mehr so diesig. Das ist ja schon mal etwas. Wo sind wir überhaupt? Okay, wir sind in die andere Richtung mal unterwegs. Blöde ist nur, dass das Ding da noch einen Moment dauert. Tatsächlich keine Lust, gerade auf einen regenbogenfarbenen zu warten. Weiß nicht, ob sich das da überhaupt lohnt. Was haben wir hier so? Das da ist ein... Okay. Mhm.
So, mal schauen. Wir bewegen uns jetzt in Richtung... Ich glaube, es ist rot. 100% sicher bin ich mir nicht. Es könnte auch blau sein, aber... Ja, kann sein. Auf jeden Fall ist das jetzt mal der andere. Und mal gucken, wie weit das tatsächlich weg ist. Oh, da rennt wieder einer in der Gegend rum. Ja, die sehen ja begeistert aus. Rennen hier die armen Bäumchen um. Das ist der einzige Pinöpel, der gerade im Moment runterkommt. Na, das ist ja klasse. Das ist eine Riesenauswahl. Ja, mal schauen, was ist denn hier so? Hier vorne am Strand mal kurz zwischenlanden. Ja. Uns hier weiter bewegen. Wie geht's meinem so? Essensbalken, genau. Nahrungsbalken. Mit dem geht's, glaube ich, ganz okay. Aber kalt, das gibt's ja nicht. Ein einziges gespawntes Ding. Hm. Na, dann decken wir halt stattdessen ein bisschen Karte auf. Das schaut irgendwie aus wie ein Haifisch. Könnte das sein? Bist du ein Hai? Das ist auf jeden Fall ein Rochen. Ja, du siehst aus wie ein Haifisch. Ein Haifischfisch. Hm. Ja, da vorne ist auch eine nette Ebene, aber da haben wir wieder Spinos in der Nähe. Super. Da ist aber ein blauer Pinöbel. Oh, den sieht man gegen den Himmel ja fast gar nicht. Gucken, wo wir noch rechtzeitig hinkommen. Ich mach mal ein bisschen Speedy. Speed Nugget. So. Ja, da ist noch ein Haifisch. So. Landeanflug. Hallo Dodo. So. Oh ja, gut, dass wir uns beeilt haben. Gut, okay. Hat sich jetzt nicht ganz so sehr gelohnt, aber. Na gut. So, jetzt mal Ausdauer regenerieren. Okay. Ja, ist der rote. Okay. Na, hier ist viel Wasser. Sehr viel... Na, ich weiß nicht. Ich fand die andere Ecke irgendwie hübscher. Wir können jetzt nochmal um den roten Pinöpel da... direkt schauen, aber ich finde das beim grünen Pylonen tatsächlich hübscher. Genau, und der blaue hinten ist irgendwo im Eis, da kommen wir mit unserer aktuellen Ausrüstung noch nicht wirklich hin. Das kommt später dann. Mal gucken. Da unten frisst irgendwas, auch schön. Ausdauer schaut noch gut aus. Da ist irgendein
Ja, ist einer. Könnte aber gegen das Licht sieht das aus wie Regenbogen. Kann das sein? Ja, das könnte tatsächlich ein Regenbogen sein. Das Ding hier schaut zwar ganz hübsch aus, aber mir ist das, glaube ich, ein bisschen zu nah noch am Meer. Das heißt, wir haben hier die Diebe noch rumfliegen. Ja, okay, das ist ein regenbogenfarbener. Und er hat sich aufgelöst. Okay. Höchstens gleich da rechts mal schauen. Schaut. Weiß nicht. Das Wetter jetzt gerade schon wieder schlecht, so wie das ausschaut. Really? Kein schlecht Wetter, bitte. Okay. Doch, das Wetter wird wieder schlechter. Super. Okay, das, der Rot ist also hier direkt am Meerwasser. Nee, da, also... Ich schaue jetzt mal da rechts nach oben, ob da ein schönes Eck ist, wo man sich hinflanschen kann. Aber sonst würde ich tatsächlich beim Grünen bleiben. Fällt mir so die Gesamtecke ein bisschen besser. Mal schauen. Was haben wir hier so? Wir haben hier ein Wasser. Ist das ein Stückchen Fluss oder ist das tatsächlich ein See? Ich glaube, das ist ein Fluss etwas. Ja, okay. Schaut doch nicht so schön aus, wie ich gerade gehofft hatte. Nee. Okay, also ich würde mich irgendwo in der Nähe von dem grünen Pylon ansiedeln wollen. Und... wenn ihr eine präferierte Stelle habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Oder vielleicht irgendein Wulf? Oh, oh Gottes Willen, ja. Ich muss ganz dringend danach ins Bett. Ich bin unfassbar müde. Ich habe jetzt zwar Kaffee getrunken, aber irgendwie tut der seinen Dienst heute nicht. Hm. Naja, auch solche Tage gibt's. Das ist alles gerade sehr, sehr diesig. Also wirklich... hm. Weiß nicht. Nee. Also wir könnten uns hier noch am Redwood, aber da würde ich auch wieder die Seite, die dem grünen Pylon zugewandt ist, nehmen. Könnte man sich so am Rand ein Baumhaus aussuchen. Basteln, wie auch immer. Oder wir setzen uns ein Häuschen auf die Klippe. Das wären jetzt so im Moment meine beiden Vorschläge, zwischen denen man wählen kann. YouTube hatte früher tatsächlich so eine Wahloption, aber die gibt es inzwischen. Diese Abstimmfunktion haben sie rausgenommen, leider. Die wäre jetzt richtig ideal gewesen dafür. Ui, wir sind ganz schön weit. Oh. Okay. Gut, wir sind doch ein Ticken weiter geflogen, als ich dachte. Aber das ist ja wirklich ordentlich. Ja, nee. Richtig ordentlich weit weg. Läuft. Ja, grün ist definitiv näher. Da ist ein lila, aber ich glaube, bis ich da bin, dürfte der despawned sein. Wetten? Zumal ich zwischenlanden muss. Ja, bis ich da bin, ist der weg. Sicherheit. Jo. Landeanflug. Zup. Am Ausdauer.
Das Lied hat irgendwie etwas, weiß nicht. Weiß nicht, ob ich das als inspirierend bezeichnen würde, aber irgendwie was Aktivierendes. Nicht gerade weckend, aber wenigstens aktivierend. Warum schaffe ich den Dealer noch? Vielleicht despawnt er genau 2 Sekunden, bevor wir landen oder so. Ich versuche es trotzdem. Oh ne, der ist noch gar nicht so lange da. Okay. Metallrampe. Ein weiteres Rezept, das wir von den Metallsachen nicht lernen müssen. Cool. So, dann einmal Ausdauer regenerieren. Das ist doch schon mal gut. Also lila und blau ist passend. In die richtige Richtung, ja. So, dann beeilen wir uns mal einen Ticken. Müssen wir zwar öfters zwischenlanden, aber das ist... Oh, da wäre noch ein Lilaner. Und der kommt gerade erst runter, wenn ich das sehe. Das heißt, wir haben Chancen, den zu erreichen, bevor er despawnt. Auch mit eventueller noch Zwischenlandung.